Dadurch, dass es weniger machen auf YouTube, hast du automatisch einen Wettbewerbsvorteil, wenn du dir den Aufwand gönnst, dass du Videos machst. Warum ist es aufwendiger auf YouTube, Content zu posten? Naja, weil jeder Post ist ein Video. Ne? Also YouTube sind rein nur Videos. Und aber da gibt es mittlerweile so Shorts. Das heißt, du kannst da ganz schnell irgendwas aufnehmen in deinem Büro oder irgendwo. Ja, weniger als eine Minute raufladen. Auch da gibt es quasi diese Shorts, und wo du schnell Content produzieren musst. Also es ist nicht eben immer 2 Stunden Arbeit für ein Video, so wie ich jetzt hier das hier gerade drehe. Das ist für mich insgesamt einmal 1 bis 3 Stunden Arbeit, bis ich dann meine Videos alle geschnitten und raufgeladen und alles optimiert habe und so weiter. Und das mache ich halt einmal die Woche oder alle 2 Wochen einmal. Dann lade ich sie alle hoch mit einem Timer, zeitlich versetzt. Und wenn man sich diesen Extraaufwand gönnt, funktioniert super, ja, mit YouTube. Man kann die Videos dann auch sozusagen recyceln in LinkedIn, ne? Und auch in Facebook und noch sonst wo. Ja? Von daher richtig gut, ja? Weil es eben relativ verhältnismäßig wenige noch machen. Ja? Und das hat zum Beispiel auch den Vorteil, bei Suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen wirst du viel leichter gefunden mit Videos. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn dich das interessiert, auch gerne bei mir melden oder in die Kommentare reinschreiben. Das war Social Media. Okay, jetzt haben wir noch 2 Punkte offen. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Muss ich mal kurz pausieren. Hallo, mein Name ist Josef Seibel und ich entwickle seit über 20 Jahren professionelle Software. Meine größten Herausforderungen vor der Zusammenarbeit mit Thomas waren, wie ich mich auf eine Branche spezialisiere, wie ich da eine Nische finde und wie ich in dieser Nische verlässliche Kundenanfragen generiere. Bisher habe ich Aufträge aus verschiedenen Branchen angenommen und Kunden ausschließlich durch Weiterempfehlungen bekommen und somit auch einen breiten Bereich abgedeckt, aber nie wirklich ganz spezialisiert auf eine Nische. Seit der Zusammenarbeit habe ich eine Branche gefunden, in welcher es genügend potenzielle Kunden gibt und ich weiß, wie ich meine Firma skalieren kann. Die Kommunikation mit Thomas ist sehr gut. Thomas hat immer auf wichtige Themen sehr zeitnah geantwortet und hat mich nie hängen lassen. Für die Beratungsleistung kann ich Thomas auf jeden Fall empfehlen.